Betriebsräte in Deutschland bringen neue Ideen in die Betriebe und in die Unternehmen hinein. Betriebsräte in Deutschland vereinbaren Betriebsvereinbarungen und gestalten damit neues betriebliches Recht. Betriebsräte verfügen über eine enorme, beeindruckende Gestaltungskraft. Und genau diese Gestaltungskraft der Betriebsräte ist der rote Faden durch unsere nächsten beiden Tage. Herzlich willkommen beim 10. Deutschen Betriebsrätetag. Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir Gerald Bühn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur guten Arbeit gehört fairer Lohn. Einen herzlichen Glückwunsch zum 10. Jubiläum der Betriebsratstage. Und ich finde, das ist etwas, was in den 10 Jahren auch gewachsen ist und sich entwickelt hat und viel erreicht hat. Wir freuen uns sehr, dass das gelungen ist, jetzt schon zum 10. Mal das Ganze in Bonn als Gastgeber stattfinden zu lassen. Für die Unternehmenskultur in Nordrhein-Westfalen ist es eine große Ehre, dass immer wieder deutlich wird, welche starke Rolle Betriebsräte bei der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land haben. Dieses Forum kann dazu beitragen, Erfahrungen breiter zu streuen, gemachte Fehler in anderen Bereichen nicht mehr zu wiederholen und gleichzeitig voneinander zu profitieren. Also ein Forum der Information, der Koordination für Projekte wie gute Arbeit und deswegen eine sehr wichtige Sache. Hier hat man natürlich die Gelegenheit gehabt, das Wissen, was man sich angeeignet hat in den letzten Jahren, auch weiterzugeben. Und ich hoffe, die Betriebsräte haben das angenommen. Hier haben wir die einzigartige Möglichkeit, wirklich alle namhaften Betriebsräte zu treffen, mit denen interessante Gespräche zu führen, Informationen auszutauschen, denn gerade auch die Änderungen im Unternehmen sind interessant mitzuerleben und darauf können wir dann als Unternehmen auch reagieren. Dieses Forum ist ein Forum des Dialoges und genau das ist unsere Philosophie. Ich finde einfach die Räumlichkeiten großartig. Das hat natürlich auch was mit der Geschichtsträchtigkeit dieses Gebäudes zu tun, keine Frage. Also da fühlt man sich an sich erstmal schon mal sehr geehrt, überhaupt hier zu sein. Jetzt habt ihr, jetzt haben Sie die Möglichkeit, zum ersten Mal Ihren Preis zu vergeben, den Publikumspreis des Deutschen Betriebsrätetags. Also, es sieht aus, dass wir das Ergebnis im Kasten haben. Können wir das mal sehen? Ich freue mich schon darauf, dass wir im nächsten Jahr nach den Betriebsratswahlen mit ganz vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen und mit ganz vielen Bewerbern hier die nächste Veranstaltung durchführen können.